Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, ich glaube, letzte Folge hatten wir doch den Keller gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Hier ist ja unser neues Lager. Und ich würde sagen, wir haben hier Granit und Ton. Ein paar Setzlinge, Eichenholz. Ich habe schon alles wieder vergessen. Und hier noch Erde. Ach genau, wir hatten ja gerade... Moment. Genau, irgendwie in der vorletzten Folge, glaube ich, oder so war das. Da hatten wir einen Hafen gemacht, hier vorne, genau. Und den Kiesweg. Okay, jetzt bin ich wieder auf dem aktuellsten Stand. Hier unsere Farm, sehr schön geworden auf jeden Fall. Auch der Baum, sehr schön. Den können wir mal wegnehmen. Und weil der andere ja so groß ist, und ihr kennt das vielleicht, und wenn man den dann so fällen möchte, sind überall noch ein paar Stämme oder Äste. Also Äste kann man es ja eigentlich nicht nennen. Mehr so Stämme. Ach, das war der sogar. Da seht ihr schon, der ist eigentlich so neben der Reihe so. Hier, der hier und der. So dass man den schlecht abbauen kann. Aber können es ja trotzdem mal versuchen, den abzubauen. Ich meine, bringt ja immer noch Holz, ne? So. Und dann die hier noch. Und den. So. Noch was. Und haben wir hier auch noch was? Da lassen wir mal kurz schauen. Ja, genau. Da ist schon was. Da ist noch was. Okay. Und hier sieht's ganz gut aus. Ja. Dann fällen wir das hier nochmal. Also, pulen den Ast aus dem Baum raus sozusagen. So. Und dann müssen wir mal schauen, ob der dann weggeht oder ob noch irgendwo ein Stamm ist. Ich hoffe natürlich, der geht weg. Und hier haben wir dann wahrscheinlich noch so ein Exemplar, oder? Oder ist das ein normaler? Das wird sich jetzt zeigen. Ne, das ist ein normaler. Okay. So, ja. Geht der jetzt weg? Ja, ich glaube ja. Dann nehmen wir das Zuckerrohr. Haben wir mitgenommen. Den Apfel nehmen wir natürlich noch mit. Die Setzlinge kann man nie da liegen lassen. Ich meine, die braucht man ja oft. Zum Beispiel, wenn man eine neue Insel macht gerade. Und deswegen nehme ich die mal mit. Und jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Und ich habe schon wieder die Musik vergessen, merke ich gerade. Naja. So, hier ist der Hafen. Und dann gehen wir mal hier rüber. Oh, da habe ich tatsächlich welche weggemacht, die nicht weg sollten. So. So, hier ist unser schöner Wintergarten. Aber ich kann die natürlich nicht da so liegen lassen, wenn die da eigentlich hingehören. Deswegen werden wir uns hier jetzt nochmal kurz drum kümmern. Ach, guck mal, 50 Zucker... Ah, das Schwert sollte ich vielleicht nicht aus der Hand packen in der Nacht. 50 Zuckerrohr hier. Nehmen wir nochmal kurz an uns. So. Dann gehen wir hier rum. So, Sonne ist wahrscheinlich schon untergegangen, ne? Ja, natürlich. Da können wir irgendwann nochmal irgendwas hinbauen, so Dekoration so. Irgendwie was aussieht wie ein Fernseher vielleicht. Das Haus können wir sowieso noch ein paar Zimmer hier unterteilen. Vielleicht ja noch eine zweite Etage. Da haben wir einfach aufgehört zu bauen. Aber ich finde, eine zweite Etage bräuchte es jetzt nicht, oder? Spitzdach. Oh, weiß nicht, ob das gut aussehen würde. Wir lassen es einfach erstmal so. Weil man kann ja auch noch auf anderen Inseln irgendwas bauen. Wenn man gerne noch was bauen möchte. Wir haben hier ja irgendwie so eine Insellandschaft. Haben wir festgestellt bei unserer... Oh, bei unserer Erkundungstour. So. Und so. Und hier ist noch Kies. Den nehmen wir gleich mit. Aber vorher machen wir nochmal das ganze Zuckerrohr hier weg. Und pflanzen hier nochmal was an. Da kann man sogar schon von hier so. Wir können auch irgendwann mal eine Zuckerrohrinsel machen, die nur aus Zuckerrohr ist. Aber jetzt nehmen wir uns erstmal den ganzen Kies hier mit. Und natürlich auch den... was war das noch gleich? War das Lehm oder Ton? Irgendwie so hieß es doch. So, dann schwimmen wir mal hier rüber. Oh, da bin ich gleich fast zu weit. Und dann nehmen wir uns das Ganze hier nochmal mit. Ich glaube, das hieß Ton, oder? Ja.
Genau, dann nehmen wir das hier nochmal mit, weil wenn wir das brennen, kann man schöne schöne Ziegeln rausmachen. Und die sind mal ganz schön so beim Hausbau, wenn man realistisch bauen möchte, weil die meisten Häuser sind ja heutzutage aus Ziegeln. Wobei, es gibt glaube ich auch noch viele, die aus Holz sind, so. So, ach, da war Sand drüber, ne? Nee. Okay, dann bauen wir hier auch nochmal ab. Da ist unsere Luft schon wieder leer. So. Und hier. Und Tiefe würde ich, glaube ich, nicht machen. Können wir noch ein bisschen Sand mitnehmen. Wobei, da würde ich lieber für in die Wüste gehen oder irgendwie sowas. Oder hier. Wobei, dann haben wir gar keinen Sandstrand mehr. Vielleicht haben wir ja sogar Sand. Ich weiß es gerade nicht mehr. Da gucken wir nochmal. Hier können wir auch irgendwie noch so einen kleinen Geräteschuppen hinmachen. Können dann unsere ganzen Werkzeuge rein. Wir haben doch bestimmt im Keller schon irgendwie was für Zuckerrohr, oder? Nee. Okay. Dann gehen wir nochmal hier hin. Holz. Holz können wir auch reinpacken. Holz haben wir auch geerntet. So. Was haben wir hier? Hier haben wir die Setzlinge, die wir hier haben. Und den Apfel. So. Hier haben wir den ganzen Ton. So. Und hier haben wir natürlich Kies. Na guck mal, haben wir sogar. Feuerstein kommt auch mal hier rein, aber Zuckerrohr haben wir noch nichts. Okay, dann kommt das dahin. Das brauchen wir alles. Das brauchen wir. Okay. So. Ja, jetzt ist die Frage, wollen wir hier am Haus noch irgendwas machen oder wollen wir auf einer anderen Insel was machen? Ich würde eher sagen, auf einer anderen Insel. Hier sind unsere ganzen Stoffe. Ach, da wäre ein Feuerstein gewesen. Gut, die räumen wir mal kurz zurück. Wir müssen ja sowieso noch Holz holen, wenn wir was anderes... Oder wir können eigentlich ein Stack Ton brennen. So. 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 Und hier den Feuerstein nehmen wir mal mit. Okay. Dann haben wir das auch. Dann packen wir die mal kurz in den Ofen hier. Ah, hier ist noch Glas. Aber 4 Kohle könnte eng werden, meiner Meinung nach. Gut, 16 Kohle könnte auch eng werden. Für Glas, glaube ich, hatten wir hier irgendwas, oder? Da müssen wir gleich wahrscheinlich nochmal in die Mine gehen dann. Das Glas war hier doch irgendwo. Ich hab's doch schon gesehen. Nicht? Na gut, dann packe ich das hier hin. Okay. Ja, dann würde ich vorschlagen, fahren wir nochmal zur Mine und holen uns da ein bisschen was. Dann nehmen wir uns nochmal 2, 3 Eisen mit. Und Holz dürften wir eigentlich in der Mine haben, unten. Dann schnappen wir uns hier mal ein Boot und fahren rüber zu unserem alten Haus. So, ist auch mal wieder ein Wiedersehen, ist auch mal schön. Upsala. Entschuldigt. Das tut mir leid. Wahrscheinlich ist das Mikrofon übersteuert jetzt. Weiß ich nicht genau. So. Da ist unser alter Klotz. Mit einem scharfen Wasser. Ah, sehr schön. So, so. Und hier müssen wir irgendwo einmal an... Oh, ich hab's angefahren. Oh, ich dachte gerade, wir werden in die Höhle getrieben. So, hier dürfte doch irgendwo unser Eingang... Ach, das war im Haus, ne? Für die Mine. Hier waren wir lange nicht mehr. Ah, hier ist auf jeden Fall dunkel. Hier... Oh, hier hätten wir noch Eisen? Nee. Kohle. Okay, dann fahren wir... Oder gehen wir mal hier runter. So. So, gucken wir mal, ob da irgendwo ein Monster ist. Nein. Okay. Wir wollen ja auch nur ein bisschen Kohle finden. Das findet man ja schnell. Und in großen Adern. Meiner Meinung nach. Die sind ja meistens... Ich weiß nicht, wie viel kriegt man aus einem Teil raus. Ach genau, hier war ja die Höhle. Die können wir eigentlich auch mal erkunden jetzt, ne? Ich weiß gar nicht. Monster dürfen doch eigentlich an sein, oder? Aber dafür sind hier irgendwie ziemlich wenig. Gold auf jeden Fall. Noch mehr Gold. Hier ist Kohle. Sehr schön. Noch mehr Kohle. Ich würde sagen, weiter. Wobei, hier ist sowieso Ende, oder? Ja. Weiter würde ich sagen, gehen wir dann auch gar nicht.
Dann packen wir die Fackel mal in unsere Hand, denn wir müssen jetzt ja nur abbauen. Das ist immer nur nervig, wenn man irgendwelche Sachen platziert, weil man dann ja die mitplatziert so. Ach, guck mal, hier haben wir sogar noch ein bisschen Eisen gefunden hinter der Kohle. Da hat sie sich versteckt. Oder da hat es sich versteckt. Ist er nicht. Das oder sie Weizen. Weizen. Eisen meine ich. So. Guck mal, dann haben wir unser Ziel erreicht wenigstens. Bisschen Kohle nochmal gesammelt. Ich werde natürlich hier alles mitnehmen. Denn wir haben ja ein großes Projekt. Also noch nicht, aber ist ja schon ein relativ großes Projekt, so ein Stack Ton zu brennen. So. Ich weiß nicht, ob Monster an sind. Irgendwie geht mein Essen auch nicht runter. Naja, in den nächsten Folgen wird auf jeden Fall auch wieder Musik bei sein. Die habe ich nur einfach vergessen. Doch, eigentlich müsste das an sein. So. Dann nehmen wir das hier nochmal mit. Und das hier. Da wird hier doch auch noch irgendwo. Da. So, das war jetzt nicht so viel, aber ist ja nicht schlimm, denn hier haben wir noch ein bisschen Redstone. Hä? Hat irgendwie jetzt nicht so einen großen Zusammenhang, Eisen, Redstone, aber... So. Auf jeden Fall haben wir das jetzt eingesammelt. Hier wäre noch Kies. Das bietet sich gerade sehr schön an zum Abbauen. Denn hier kann man das ja schön abbauen. Ist ja kein Wasser, der... Kein Wasser, was hier rumstürzt, so. Und da haben wir sogar einen Redstone gefunden. Hat nur Vorteile. So. Hier muss man erstmal bis zum Ende so kommen. Ach, da ist schon Erde, okay. Da ist Erde, dann müssen wir nur hier bauen. Wobei, hier auch noch. So. Ja, ich habe noch ein bisschen was an meinem Aufnahmeprogramm gemacht. Ich hoffe mal, heute geht's. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert, deswegen werde ich die Folge wahrscheinlich wieder nur 15 Minuten lang machen. So. Und dann machen wir hier nochmal das... Upsala, habe ich gar nicht abgebaut. Redstone weg und sammeln den Kies ein. Hier noch mehr Redstone mit noch mehr Redstone und Eisen. So. Man muss immer aufpassen, dass hier kein Lavafeld ist, deswegen gehe ich immer wieder von weg. So. Weil in so einer Tiefe kann das schon mal passieren, dass da hier dann ein Lavafeld ist oder ein Lavasee, sag ich mal. Dann weiß auch jeder, was ich meine. So. So, das scheint nicht so groß zu sein. Oder es entwickelt sich noch. Und dann geht's hier weiter. Ja, das ist jetzt relativ langweilig, glaube ich. Aber muss man ja auch machen. So. Und solange man ja was sehen kann, ist es nicht so langweilig. Das ist ja immer relativ schwer in einer Mine, wenn man aufnimmt. Weil die Aufnahme ja öfters dunkler ist als... man selbst sieht. Oh, und hier ist Gold. So, haben wir noch mehr Gold? Nein. Gut, hier haben wir dann noch Redstone. Oh, da haben wir noch mehr Redstone. Oh, da haben wir noch mehr Redstone. So, oh, da haben wir noch mehr. Mal gucken, geht es hier noch weiter? Nein, ist nicht schlimm. Da seht ihr, was ich meine. Da vorne schon wieder Lava. Oh, hier ist Gold. Schon wieder Lava. Und wenn man dann auf so einen See trifft, ist das nicht so ganz toll, wenn man ganz viel gefunden hat. So. Und dann gehen wir hier mal weiter wieder zurück in Richtung oben. Denn wir haben jetzt ja schon ordentlich was an Kohle gefunden. Über einen Stack auf jeden Fall. So. Dann nehmen wir das hier auch nochmal mit. Und da ist schon wieder ein Lavasee. Von da sind wir aber gekommen. Und dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis zum nächsten Mal, euer Jan.